Radio Covango? Geht's München? Wir sind bald da. About another hour, maybe? Yes. Cool. Immer noch? Wie schon vor 3 Stunden? African time, right? Tja, so wie das aussieht, ist unser Erzeuger nicht besonders scharf darauf, uns zu sehen. Hello, this is the voicemail of Gunnar Jansen. Please leave a message. Whoa, excuse me, I'm sorry. I didn't mean to. My name is Charlotte Oppenheim from Germany and I'm looking. Links runter, an der Kirche vorbei zum Fluss. Mit dem Bootfluss aufwärts, bis ihr ein Windrad aus Metall seht. Der Bootsmann kennt die Farm. Sie wussten, dass wir kommen? Ja. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Sieht deutsch aus. Danke. Auf geht's, ihr zwei. Ist nicht mehr ganz so weit. Wieder so eine afrikanische Orakel-Info. Immerhin hat dein Vater dafür gesorgt, dass wir zu ihm finden. Und schon seine Gründe haben, warum er nicht hier sein kann. Dieselben Gründe wie immer, ja? Could get us to Gunnar Lehmann's farm, is that correct? No problem, man. Perfect. This will be a problem. Das ist gefährlich. Also ich sehe nichts in der Pissrinne. Das ist auch so klein, das kannst du überhaupt nicht sehen. Aber glaub mir, das willst du nicht haben. Die fressen sich unter deinen Nägeln durch und kommen als Riesenwürmer zu deinen Ohren wieder raus. Also ich würde mal sagen, der ideale Ort für Kinder. Guck mal, da vorne sind Hippos. Lass den Bootsmann bloß hier warten. Julian, wir haben eine Abmachung. Lass uns doch erst mal schauen. Hat sich euer Vater zum Positiven verändert, fahren wir gemeinsam nach Hause. Wenn nicht, dann fahren wir alleine. Krasser Schrottplatz. Ist das hier eine LPG aus der DDR oder was? Hat dein Urgroßvater vor über 60 Jahren gebaut, soweit ich weiß. Hey, boy, sorry. Wait! Gunnar?